Wo bin ich? Ist das eine Flasche? Ist das etwa Minecraft-Flasche? Was ist Minecraft-Flasche? Und wieso bade ich mit dir? Warum liegt hier Stroh? Oh, hier liegt kein Stroh. Ach, das ist doch was anderes. Portal Guns! Oh! Willkommen in eurer ersten Minecraft-Flasche. Was? Eure erste Aufgabe erwartet euch irgendwo auf dieser Insel. Was für eine Aufgabe? Hey, eine Aufgabe. Wieso hast du denn jetzt zwei? Gib ich habe nicht zwei, du hast eine in der Hand. Oh. Ich war noch im F1-Modus. Du bist ein bisschen durcheinander, ne? Ich merke schon. Ja, bin ich auch. Warte mal. Hey, mir geht's nicht so gut. Oh, du hast Schaden bekommen. Ich habe sogar 1,5 Schaden bekommen. Ja, das tut mir leid. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Minecraft Flasche, einem neuen Projekt von mir und German Let's Play, welches ab sofort wieder täglich auf unseren beiden Kanälen erscheint. Ihr kennt das Prinzip. Ja. Ein Tag bei Manuel, dann bei Pidizzle. Die nächste Folge kommt bei mir und dann die nächste bei Schlängel. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ja. Kann ich haben? Was? Ach so, ich habe wieder zwei, nee. Gib mir mal die blaue, bitte. Ach so, okay. Da, genau, bitte die. Oh, danke. Geil, ja, Alter. Manuel, warte mal. Unsere erste Aufgabe erwartet uns irgendwo auf dieser Insel. Alter. Kannst du mal aufhören? Was bist du für ein Tänzer? Auf! Hui. Ja, also ich habe Wasser gefunden. Ja. Und Zuckerrohr. Ja. Ui. Herzlichen Glückwunsch. Hast du mal die ganzen anderen Flaschen gesehen? Ach so. Guck mal da. Ah, ja, stimmt. Da ist ein Villager-Dorf. Da sind Eisbären. Ein paar Eisbären. Ha! Ein bisschen Sand. Ha! Da vorne sind Lamas! Und Kühe! Da, und Schweine! Da. Diese Suppenkühe. Was? Die Kühe, womit ich eine Suppe kochen kann. Ja, aber da sind Lamas! Ja, was willst du damit? Ja, weiß ich nicht. Boah, lecker, Alter. Wir haben nichts zu essen. Wollen wir da erstmal hin? Ja, aber hier steht doch, unsere erste Aufgabe erwartet uns auf dieser Insel. Ja, aber der hat mir gar nichts zu sagen, der Typ, ne? Ich baue mal dein Portal ab. Ich hole jetzt erstmal Holz. Zack. Ja, mach. Trau dich. Ich hab's. Das geht sogar, ne? Neues Rezept. Ich hab was in meinem Rezeptbuch. Was für ein Rezeptbuch? Ich hab. Seit wann habe ich ein Rezeptbuch? Warte mal, kann ich das einfach auf E? Habe ich dann ein Rezept? Ja. Nee, ich habe keine. Ich krieg so viele Erfolge. War ich's? Oh, in der Werkbank. Hier. Oh, ja, extra für dich. Dankeschön. Das ist wirklich nett, Schlingel. Kein Problem, immer wieder gerne. Ich will jetzt aber wissen, was unsere Aufgabe ist. Ja, warte, ich hole erstmal ein bisschen Stein, ja? Ja, okay. Und das Wasser, stimmt. Was? Oh Gott, es ist vielleicht schon ein bisschen. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen das Crafting-Rezept ein bisschen vertauscht. Da gab es ein paar nicht mehr, Probleme. Wie man eine Spitzhacke macht. Nee, ich habe es andersrum gemacht. Hallo. Ey. Zack. Du hätte jetzt gräbt ihr nach unten. Den größten Fehler von Minecraft. Erster! Hä? Oh. Hä? Bindet die 10 Augen und den Tempel der Verwirrung. Ansonsten werdet ihr Puffy und Edgar niemals wiedersehen, was? Edgar! Puffy! Oh. Hä? Hallo? Oh, meins! Ey! Ein Enderauge. Looten! Toll! Können wir uns nehmen? Fäden. Kuchen können wir. Ich kann mir einen Bogen machen, ich bin weg. Oh, ich hab noch mehr Sachen im Rezept. Kommen wir wieder hoch? Nee. Tschüss, Loser! Warte, geh kurz zur Seite. Das ist doch Stein. Tschüss. Du hast Blöcke? Ja. Ja, geil. Geh ruhig weg. Ja, meine Damen und Herren, die Aufgabe, die wir bei diesem kleinen Projekt zu bewältigen haben, ist es, die Enderaugen zu finden. Diese befinden sich jeweils auf den Biominseln. Hier vorne sehen wir zum Beispiel ein kleines Schneebiom und da vorne ist, was ist das? Pilzbiom. Genau, und dort ist es unsere Aufgabe, die Enderaugen zu finden und den jeweiligen Spawner zu zerstören, damit wir letztlich Edgar und Puffy retten können. Und dann müssen wir zum Tempel der Verwirrung, wenn wir alle Augen haben. Aber wie komme ich hier weg? Ich will ja auch machen. Warte mal, du hast. Jetzt haben wir unsere Aufgabe, jetzt brauchen wir Essen, okay? Und ein Haus vielleicht? Was willst du denn mit einem Haus? Ja, warum denn? Ein Erfolg. Ja, weil ich cross bin. Ach so, weil du. Ja, du hast das Stein. Deswegen wollte ich mal sagen, wieso hast du technischer Fortschritt? Hast du irgendwie einen Setzling bekommen?
Nee. Ist halt ein bisschen doof, ne, wenn wir jetzt hier weggehen dann keine Bäume mehr haben. Nee, aber deshalb müssen wir ja weiter dann gehen. Weiter. Weil da vorne sind doch Bäume zum Beispiel. Ja, klar. Also das, aber erstmal, glaube ich, ist Essen unser größtes. Warte, ist das hier? Oh, hier vorne? Hobbygärtner. Alter. Alter, krass. Okay, ich okay. Guck mal. Warte, wir brauchen vielleicht eine Schaufel. Dann kurz. Achso, okay. Kurz. Ja, mach ich. Lass doch was. Okay, hier. Achso, ich brauche die Samen. Kürbiskerne? Nee. Ich habe nur Kürbis. Ja, mach. Aber warum Melonen? Ja, lieber Melonen. Kann ich die so setzen? Ja, auch. Okay. Ja, das geht. Perfekt. Ast rein. Oh. Hallo. Ja. Guten Tag. Wir kommen euch alle retten. Oh, da sind auch Hundis. Ja, aber sind noch Wölfe. Wie willst du denn da rüberkommen? Ja, ich crafte mir jetzt eine Schaufel. Oh, wir haben echt... Block? Ja, warte. Ich mach Schaufel. Warte, zack. Oh, ja. Warte. Und dann hole ich ordentlich Erde und dann gehen wir da lockerflockig rüber. Wir spielen zwar auf der 1.12.2, aber wir haben den Cooldown natürlich entfernt. Wir spielen hier praktisch das klassische System, weil dieser Schlag-Cooldown, der ist einfach echt nervig. Ja, aber wieder mit mehr Hunger. Also das ist genau wie bei Dimension, dass man einfach ein bisschen mehr Hunger hat. Ja, aber ich bin auch ein verfressenes kleines Das Biste. Ich bin schon manchmal echt so ein kleiner Fresser. Oh Gott, oh, das sollte ich nicht wegmachen. Aber hier, die Schicht kann ich komplett... Oh! Hallo! Guck mal! Oh. Komm mal her! Was denn? Guck mal hier, sind Freunde. Och! Hier ist deine Mutter. Kommen wir da hin? Komm, wir brauchen kein Essen. Was? Nein! Bist du verrückt? Ich geh doch da jetzt nicht... Da sind wir instant tot. Spricht dagegen? Ah, nee, apropos tot, meine Damen und Herren. Und zwar haben wir uns ein System überlegt, welches den Tod auch so ein bisschen erschreckender macht. Und zwar, stellt euch vor, Pidizzle fällt jetzt hier runter. Ich behalte zwar mein... Warte, mach mal das Geräusch. Knack. Ah, warte, so. Ah, nicht geschafft. Auf jeden Fall... Ich war eigentlich mit der Mund, aber gut. Ach so. Ja, sorry. Auf jeden Fall, um da jetzt nochmal von Anfang an das zu sagen. Sagen wir mal, ich sterbe. Dann behalte ich zwar mein Inventar, muss aber meine wertvollsten Items hier unten reinlegen. Abgesehen von der Portal Gun, weil das wäre dann ein bisschen suboptimal. Ups. Und dann scrolle ich hier durch. Ich muss hier durchscrollen und GLP darf dann Stopp sagen. Also er sieht nicht, was ich dann in der Hand habe. Sagt, testen wir mal jetzt. Stopp. Oh, das wäre jetzt ein Portal Gun. Aber die werden. Also dann kann es halt sein, dass dann irgendwie Goldbarren etc. verschwinden. Immer jeweils das, was halt am wertvollsten ist. Dia-Rüstung. Ja, einfach all solche Sachen. Das soll einfach nur so ein bisschen, weil sonst ist es, sagen wir mal, dann könnte Manuel hier auch runterspringen, weil er gerade die Hungerleiste praktisch leer hat. Und dann macht das alles so wenig Sinn. Das finde ich ist eine coole Sache. Und ja, mach. Und ich boxe sie jetzt runter. Also eh nichts Wertvolles. Ich sollte vielleicht mal. Ja. Ich hab die Enderaugen. Oh, ja, das war. Aber die behalten wir auch. Ja, ein bisschen doof. So gibt's irgendwie. Die Frage ist natürlich allerdings. Oh Gott, ich dachte gerade, du wärst da runtergefallen, aber das ist ein Blaze. Oh. Wie sieht das denn aus mit Items hier? Machen wir uns dann jeweils eine Kiste? Für was? Ja, die dann auch praktisch an Items, die dann ausgelost werden, weil ich könnte ja auch Sachen ja einfach in die Kiste tun. Und dann sind die nicht immer im Inventar. Ach so. Aber... Nee, wir sollten... Ja, oder? Also ich meine, Dia-Rüstung oder eine Dia-Spitzhacke brauchen wir ja. Und wenn wir die dann... Ja, aber es geht auch schon darum, dass es wirklich schmerzhaft wird. Oh, warte, ich gehe zu den Lamas. Ich komme mit der Dia-Rüstung. Hallo? Ach, kein... Ein Enderauge? Ja. Oh, und 5 Eisbären. Warte. Was? Hier, guck mal. Ja. Hallo! Hallo! Guten Tag, Mr. Eisbär! Wie geht's Ihnen, Sir? Wie sieht der denn aus? Der ist voll süß. Falls. Kann man den reiten? Bestimmt, probier mal. Warte, darf ich kurz... Nee. Ja, klar. Nee. Geh mal ein bisschen näher, kuschel mal. Ja? Hallo? Bisschen näher. Nee. Ja, noch ein bisschen. Nee, du willst, dass ich ihn runterschubse, du Arsch! Ja. Das werde ich niemals tun. Warte, aber woher bekomme ich jetzt Essen? Ja, hier bei den Kühen und so. Boah, bitte immer shiften. Immer. Ja. Aber das Problem ist, wir müssen ja auch... Achso, warte, da können wir die Portal Guns benutzen. Ja, stimmt. Und die dann da durchschieben. Okay, ja. Warte. Genau, geht da... Och, das ist so eine geile Idee, warte mal, ich setze ein Portal da drüben. Oh Gott, ich hab Angst. Ich mach auf. Ja, Mr. Bear. Kann ich nicht da durchbringen? Mann, der ist voll im Weg. Ach, so, der ist nicht im Weg. Zack. Kannst du da drüber ganz kurz irgendwie einen Bereich bauen, wo die dann nicht entkommen können? Ach so, nicht, dass sie nachher... Ja, mach das Glas weg, dass ich durchschießen kann.
Das ist hier bei den Betten. Ja, mach das Glas weg, dann kann ich ja woanders hinschießen. Ach so, ja. Andere Seite würde ich nehmen, da ist kein Baum. Ja, doch, hier kannst du einfach auf den Boden schießen. Nee, kann ich nicht. Du musst die Blätter wegmachen. Warte, so. Noch mehr. Nee, ah ja, guck, genau. Oh ja, oh, ich bin smart. Und jetzt bau die ein. Bau die so. Richtig. Oh ja, komm. Ja, warte, so. Andere Seite zack, auch noch? Zack. Ja, ich komm da nicht mehr hin. Oh, ja, schade. Ich hab... Ja? Schick sie okay. durch. Und? Oh Gott. Hallo? Oh ist ja, da ist eins. Ja. Ich sehe das alle richtig, rüber. Wie sie so durch... Können immer da durchgehen? Was soll denn das, Leute? Ja. Hallo. Oh ey. Da ist ein bisschen... Ah, ich komme da nicht durch. Optimal. Hilfe. Warte. So, jetzt. Ja, hi. Oh, guten Tag. Hallo. Ja, schiebt die einfach durch. Okay. Kommt rein, Jungs. Ja. So. Eis alle. Genau. Zack. Ja, also Leute, anderen... nochmal ganz kurz zur Info für die Leute, die sich vielleicht wundern. Eine Portal Gun ist halt... Man kann Portal. Die überall hinschießen, genau. Kann jetzt hier... Ja, vielleicht kann, der ein oder andere versteht das Konzept vielleicht nicht. Ganz ehrlich. So. Hey, Mr. Q! Ich hab's auch nicht verstanden, Paletto. Achso, ja, aber das reicht jetzt ja. Hier können wir die ja so. mit den Gegebenheiten... Hier, so, okay, perfekt. Ja, zack. Geh raus. Okay. Und abbauen. Ja! Schön. Perfekt. Ja, wir haben Essen. Ich lass den noch paaren. Da. Mach den Mund zu. Oh, Hühnchen und Blümchen? Was? Was hast du gemacht? Ach so, weil ich die gepaart habe. Ach so. Ja, nice, ne? Wie ich okay, das, ja, das ist wirklich gut. Warte mal, ich geh mal ein bisschen ey, kurz nochmal runter. Holz. Was machen wir denn? Die Teile hier werden auch nicht... Doch, warte, wir können doch einfach hier oben... Wir bauen uns eine Axt und dann können wir hier oben doch das Holz abbauen. Ach so. Der, ja, hier, der so. Flaschenhals. Okay. Ja, ja. Das können wir doch easy going machen. Das ist ja kein Problem. Das geht. Ich weiß, du bist so krass, ey. Ja, ich bin ein smarter Typ, Manil. Ich bin smart. Das bist. Ich bring mich mal um, ne? Sieht aus wie. Nein! Ich komm mit. Oh nein! Oh Gott, ich dachte schon, ich schubse ihn. Der Eisbär ist nur noch an. Ja, dann porte ihn. Ja, wie? Das wird nichts. Hier, warte, ich probier's. Ja, und? Nee. Bitte, Mr. Eisbär! Ach, Mann. Warte, vielleicht... Warte, ich schaff das. Kann ich da rüber springen? Oh Gott. So, Mr. Eisbär, warte, Sir. Ja, schubst ihn rein. Hey, warte. Mr. Eisbär? Ja. Bitte. Ein bisschen mehr noch. Ja. Und? Ach, bisschen mehr Mann! Noch? Ja. Warte. Voll unnötig. Ja, meine ganze Erde verschwende ich dafür. Ja. Mr. Eisbär, gehen Sie doch mal rein! Alter, das ist doch nicht normal. Hey, ich glaube, der ist auf gut Deutsch gesagt zu fett. Oh. Habe ich das Portal? Oh, ich habe das Portal an die falsche Seite Was? Ja, warte. Jetzt ist gut. Ja. Hey, warum geht? Meinst du echt das? Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel gegessen. Warte. Schubs ihn hier nur. Oh. Oh Gott! Nein, du bist selber drin. Hallo. Guten Tag. Ja, okay. Das vielleicht sollten nichts. Wir das hier mal zubauen. Was denn? Ja, hier war noch offen. Ach so, oh. Da ja. hätten die flüchten. Nein! Oh Gott, das kleine Baby wollte gerade. Ja, der Eisbär, der muss da erstmal chillen, Manuel. Der bleibt da erstmal. Der wird ein schönes Leben führen. Genau. So, Leute, das war's mit der ersten Folge von Minecraft-Flasche. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Morgen um 14 Uhr gibt es die nächste Folge auf meinem Kanal und dann übermorgen bei Manuel. So, Leute, das war's. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.